hier ist der Treppenwitz von Cannes. Wir sitzen an einem Ort, der unfassbar teuer ist. Ja. Und bei dem es vor allem um sehr teuren Champagner geht und noch diverse andere Sachen, die wir uns niemals im Leben leisten werden können, während das andere hier auf Yachten sitzen. Und wir sitzen im Kino und schauen Filme, die sich sozusagen mit dem Endstadium des Kapitalismus befassen. Mhm. Und das ist in sich schon eine, sagen wir, eine ganz schön schräge Situation. Aber immerhin sind diese Themen jetzt sehr, sehr stark im Kino angekommen. Und die Filme sind sehr, sehr gut. Ja, wir haben zwei sehr unterschiedliche Filme, die aber gleichzeitig auch doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Wir haben Mati Diops Film Atlantique. Sie ist hier die erste Woman of Color im Wettbewerb und berichtet am Anfang mit dokumentarischen Bildern, die sie vor 10 Jahren schon aufgenommen hat, über Dakar im Senegal. Und erzählt dort eine Geschichte von zwei jungen Menschen. Und jetzt denkt man, oh, Romeo und Julia. Nein, dafür haben wir kein Geld und keine Zeit mehr. Wir sind in den harten Zeiten. Und die beginnen gleich damit, dass die beiden sich, sagen wir, etwas salopp verabschieden. Denn Ada weiß nicht, dass Süleyman am Abend in so eine kleine, in so ein Fischerboot steigen wird und versuchen wird, rüber zu machen nach Spanien. Wie so viele in seinem Alter auf der Suche nach Geld, was er in Dakar nicht mehr bekommt, denn er ist beschissen worden, er hat mehrere Monate auf dem Bau gearbeitet und ist nicht bezahlt worden und ist jetzt komplett verschuldet. Genau, der Bauherr schuldet ihm 3 Monatsgehälter, ihm und allen anderen dort auf dem Bau. Also das heißt, wir sehen, es fängt eigentlich mit einer ganz tollen Einstellung an, von diesem wahnsinnig riesigen Wolkenkratzer-Gebäude, das wie so ein Tropfen über der Landscape der Stadt Dakar schwebt am Meer. Also dieses, oh mein Gott, in Afrika können sie auch richtig tolle Häuser bauen, ja, und das sieht alles so modern aus. Es ist wunderbar futuristisch und gleichzeitig sind wir dann gleich auf Ground Level, wo die armen Leute darum kämpfen, überhaupt Geld zu bekommen. Ja. Und das sagt, finde ich, schon sehr, sehr viel aus. Nun, Süleyman ist weg und Ada hat nicht nur das Problem, dass die Liebe ihres Lebens fort ist und sie nicht weiß, ob er überhaupt diese Passage schaffen wird und ob sie ihn jemals wiedersehen wird. Ihr zweites Problem ist, sie wird in 10 Tagen zwangsverheiratet an Omar, der sich eigentlich faktisch Ada gekauft hat mit sehr, sehr viel Geld, weil Omar ist einer von den gut betuchten in Dakar und sie hat jetzt gar keine Chance, aus dieser Sache rauszukommen. Und nachdem sie gerade verheiratet wurde und man präsentiert das Schlafzimmer, was also alles komplett neu ist und aus Elfenbein und ne, es geht vor allem sozusagen darum zu zeigen, wie viel Geld man hat, brennt interessanterweise aus sich selbst heraus das Bett ab. Genau. Und man vermutet, dass da Süleyman zurückgekommen sei und gar nicht weggefahren sei. Ja, aber es ist viel, viel komplizierter, denn Mati Diop arbeitet nicht mit solchen Mitteln, sondern sie geht hier sozusagen eine andere Ebene an. Sie geht in die Geisterebene rein. Wir gehen in sozusagen die Ideen von Geistern, die dich besetzen. Und die ganzen Frauen, die Jungfrauen um Ada, außer Ada selbst, werden plötzlich nachts schweißgebadet von Geistern heimgesucht. Und es sind die Geister der Toten, die alle versucht haben, Süleyman inklusive nach Spanien zu kommen und dabei gestorben sind und jetzt Rache suchen. Ich fand die Idee sehr, sehr schön, dieses Zombie-Motiv, was wir hier heute schon mal, also in diesem Wettbewerb schon mal gesehen haben, bei Jim Jarmusch. Es ist schon wieder untote, die sterben wollen. zu nehmen und einfach diese Metapher zu benutzen, um zu zeigen, was das mit den Frauen macht und was das mit den Zurückgebliebenen macht, wenn diese jungen Männer und eine ganze Generation sozusagen sich auf den Weg macht, ein besseres Leben zu suchen, weil sie einfach faktisch ihre Familie nicht ernähren können, niemanden heiraten können, keine Chancen haben, irgendwie eine eigene Familie zu gründen, von den Müttern und Vätern, die irgendwie das Geld brauchen, mal ganz abgesehen. Und was das mit den Leuten macht, die zurückbleiben müssen, dass die zu diesen Zombies werden, die irgendwie nicht wissen, sind die angekommen, was ist mit denen passiert, sind die sicher, werden wir uns überhaupt jemals wiedersehen und die irgendwie mit dem Ganzen klarkommen müssen. Es hat auch sehr viel, wenn auch auf einer sehr subtilen Ebene, die geht da nicht wirklich so richtig komplett drauf ein, sondern zeigt das nur hier und da, sehr viel mit Postkolonialismus zu tun und sehr viel auch mit religiösen Strukturen, in dem Fall mit den muslimischen Strukturen, die dort vorherrschen, die grundsätzlich diese jungen Leute so dermaßen einschränken, dass sie eigentlich faktisch überhaupt keine Chance mehr haben. Wenn man dann noch die kapitalistischen Probleme on top packt, ist es eigentlich ein Nullsummenspiel. Aber, und das ist das Schöne an diesem Film, wir haben hier auch ein, wenn auch überirdisches Mittel der Resistance gefunden, was zumindest ein bisschen Hoffnung gibt im Sinne von, dass diese Geister wieder auferstehen und dass sie verlangen, bezahlt zu werden. Das ist ja das Interessante, sie verlangen zwei Dinge, sie wollen bezahlt werden und sie möchten, dass man ihnen ein Grab schaufelt. Und ich finde, das spielt leider nicht weiter aus,
Ich finde, da hätte man noch sehr weit in die Tiefe gehen können und da noch mehr arbeiten können mit. Es wird nur so angedeutet, aber trotzdem ist das eine sehr interessante Komponente und eine Art, dort in diese gesamte Problematik reinzugehen. Immerhin haben da Leute noch die Möglichkeit, resistent zu sein, was bei Ken Loaches Film Sorry We Missed You nicht mehr der Fall ist. Genau, wie schon bei Daniel Blake, der hier vor 2 Jahren die Goldene Palme gewonnen hat, sind wir wieder an der untersten Schicht in Großbritannien angekommen. Also das heißt, das ist ja komischerweise eigentlich nicht. Das sollen ja eigentlich die guten Arbeiter sein. Klar, aber die sind mittlerweile ja die unterste Schicht in Großbritannien. Ja, ja. Viel weiter runter geht es nämlich nicht, weil die haben, es hat nicht geklappt mit dem Haus kaufen, also mieten sie immer noch. Und um sich irgendwie selbstständig zu machen, haben wir den Protagonisten, einen Ricky. Vater, Ricky, Vater von 2 Kindern, der probiert sich selbstständig zu machen als Paketauslieferer. Naja, es wird so verpackt, wie eine Selbstständigkeit. So wie das einem heute verkauft wird. Es heißt Zero Hour. Seine Frau ist Altenpflegerin und hat genau das gleiche Prinzip. Das spricht, die sind quasi nicht mehr angestellt und haben keine Benefits, kriegen nichts bezahlt, keine Arbeitslosen, Krankenversicherung, nichts. Das müssen sie alles selber tragen. Dafür haben sie aber sozusagen Rahmenverträge, wo sie so und so viele Stunden machen müssen und die dann auch bezahlt bekommen. Allerdings komplett ohne Absicherung. Was für Ricky erstmal heißt, er muss erstmal so ein Auto kaufen, damit er seine Lieferung fahren kann. Dafür muss er das Auto seiner Frau verkaufen, die ab jetzt den Bus nehmen muss und noch länger unterwegs ist. Wenn Ricky auch nur einmal irgendwo mit dem Auto reinfährt, ist es sozusagen vorbei. Wenn Ricky sein Scan-Gerät verliert oder kaputt macht, muss er das bezahlen und es ist super teuer. Wenn Ricky seine Sachen nicht ausliefert und seine Quoten nicht einhält, dann kriegt er sozusagen eine Strafzahlung leisten. Wenn Ricky nicht zur Arbeit kommen kann und er arbeitet 6 von 7 Tagen für 12 bis 14 Stunden, muss er entweder einen Ersatz vorstellen oder auch wieder eine Strafe zahlen. Also ein System, wo man sozusagen sich in der kleinsten Marge nur bewegen kann und wenn nichts passiert im Leben, könnte man eventuell damit genügend Geld machen, um überleben zu können. Mhm. Aber eigentlich ist es sozusagen das Endstadium des Neoliberalismus und es macht diese Familie völlig kaputt. Ja, auf dieses Versprechen ist Ricky hier auch komplett reingefallen. Also dass er denkt, er könnte das selbst in die Hand nehmen und irgendwie gegen dieses System gewinnen, was natürlich faktisch nach allem, was du aufgezählt hast, unmöglich ist. Ganz gut gebrochen und gezeigt, wie sehr sich diese Bedingungen verschlechtert haben, wird das, als seine Frau bei einer älteren Dame ist, Molly, die geistig noch sehr klar ist, aber mittlerweile im Rollstuhl sitzt, und die sich Bilder angucken und wo sie vom Arbeiterstreik und vom Minenarbeiterstreik spricht und zeigt, was da los war und wie sie für die ganzen Streikenden gekocht hat. Und dass wir diesen Arbeiterkampf, der damals noch ausgeführt wurde, gegenschneiden gegen die heutigen Bedingungen und dass diese Molly dann auch völlig entsetzt, als sie erfährt, was ihre Pflegerin, die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt und ein sehr, sehr warmherziger Mensch ist, was ihre Pflegerin für Arbeitsbedingungen hat, dann ganz entsetzt sagt, was ist eigentlich aus dem 8-Stunden-Tag geworden, für den wir ja gekämpft haben und den wir irgendwie probiert haben, hier durchzusetzen. Und auch interessant, es bricht sich auch noch an dem ältesten Sohn der Familie, der müsste so 16, 17 oder sowas sein. Schönstes der, Pubertätsalter. Mal abgesehen davon, dass er sehr nervig ist, weil er in der Pubertät ist, ist er, glaube ich, auch jemand, der schon eine extreme Rebellion dagegen hat, weil er weiß, er hat überhaupt gar keine Zukunft. Was soll er eigentlich tun? Das ist völlig irrelevant. Wenn er schaffen sollte, zur Uni zu kommen, dann müsste er sich so verschulden, wie Freunde von ihm das gemacht haben, die jetzt im Callcenter arbeiten und 60.000 Euro Schulden haben, die sie noch abbezahlen müssen. So viel zu dem Studium. Mhm. Es gibt keine richtigen Arbeitsbedingungen mehr, das sieht er an seinen Eltern. Entweder er gibt sich völlig auf und es kommt hinten bei nichts raus oder er lässt es gleich bleiben. Also er hat schon verstanden, dass er und seine ganze Generation eigentlich gar nichts mehr haben. Ja, und dessen seine Eltern noch versuchen, an diesem alten System, man muss sich da rausarbeiten, irgendwie festzuhalten. Mhm. Und das ist super deprimierend. aber das soll es ja auch. Und es ist ja auch in der Realität super deprimierend. Und gleichzeitig schafft Loach es hier, faktisch so eine Art loachigen Thriller zu bauen. Ich habe die gesamte Zeit meinen Atem angehalten, wenn er auch nur ins Auto gestiegen ist, weil ich dachte, bau keinen Unfall. Ja, der ist so übermüdet, dass er eigentlich die ganze Zeit fährt wie, oh Gott, der wird irgendwo gegenkrachen, er wird einen Bus mitnehmen, er wird ein Kind überfahren. Also die Arbeitsbedingungen und was das eigentlich für eine existenzielle Angst ist, die kriegt man in diesem Film extrem gut mit und gespiegelt. Ich hatte die für diese Personen
mit diesen Personen die gesamte Zeit über und währenddessen wir im Kino saßen, ich glaube, wir hatten den gleichen Gedanken, dass wir bestellen nie wieder was im Paket. Das kann man überhaupt nicht machen. Und das nächste Mal, wenn ich ein Paket geliefert bekomme, werde ich wahrscheinlich meinen Postboten umarmen müssen. Ich hoffe, er nimmt es mir übel, aber es ist schon eine krasse Sache, denn das ist ja das Ding, das ist ja nicht in England. Ne? Unser DHL-Bote, der bei uns vorbeikommt und unser Amazon-Päckchen bringt, arbeitet sehr wahrscheinlich unter ähnlichen, wenn nicht gleichen Bedingungen. Und auch hier muss man sich fragen, wo ist eigentlich die Solidarität geblieben? Wir gehen aus Solidarität mit dem Kino zurück dorthin. Ja, und weil auch wir arbeiten und Geld verdienen müssen und weil es Spaß macht und ihr wahrscheinlich mehr wissen wollt, werden wir noch ganz viele Kritiken schreiben, unter anderem über diese zwei Filme, die ihr auf unserer Website kinozeit.de sehen könnt. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.